Aber wir hätten sogar ein Video gedreht, also wenn ich ein Video gedreht hätte dazu, denn eins in der Bäckerei. Seid Hoodrich, der wahrscheinlich einzige Deutschrapper, der darüber rappt, wie er eine Bäckerei überfällt. Ja, so ähnlich, auf jeden Fall. Mehr so metaphermäßig gemeint, aber. Yo. Das ist ja so die alte Story, ne? So über Hustlen, Dealen und so weiter, sich ein Stück vom Kuchen abholen. Ja, auch für die Leute, ja, keine Ahnung, das könnte man so voll ausweiten, weißt du, so, für die Leute vielleicht auch, die sich nicht so krumm machen wollen. Ja, das ist mal eine ganz gute Frage, ne? Sind diese ganzen Goldketten tragenden AMG-Fahrer einfach zu faul für ehrliche Arbeit und deswegen kriminell? Und was ist mit denen, die keine Arbeitserlaubnis kriegen? Gut, die können nichts anderes als Packen dealen, würde ich mal sagen, ne? Ist ja auch egal, anderes Thema. Said ist der Gast der heutigen Folge. Der saß selber im Knast für Drogenhandel und hat mir genau das über Knast erzählt, was mir alle Knackis erzählt haben, die wieder rausgekommen sind. Am Ende hat es sich nicht gelohnt. Knast ist scheiße. Knast ist scheiße, Knast verlorene Zeit. Und das wertvollste Gutes, glaube ich, was wir haben, ist am Ende des Tages dann wieder Zeit. Mhm. So. Freiheit. Ja, aber es ist halt auch für viele Leute halt ein Einstieg irgendwie. Du bist halt selbstständig in irgendeiner Form, musst dafür keine 30.000 Behördengänge machen, brauchst dafür kein Vertrauen eines Dritten irgendwie, um dein Ding durchzuziehen. So. Nee, da muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt nach einer gewissen Zeit finde ich das Ticken, obwohl man das jetzt nicht sagen sollte, finde ich es simpler als alles andere drumherum, Alter. Also was meinst du? Ja, als zum Beispiel auch das Geschäft, in dem ich jetzt bin, also auch so Musik und Dings. Damals, als ich meinen Absprung gemacht habe, habe ich ja gedacht, ich mache was Legales, dann ist alles cool und die Leute sind cool, man bescheißt sich nicht und so legal halt so, weißt du? Aber dann hat man gemerkt, dass da eigentlich noch viel mehr Scheiße am Laufen ist. Wäre ich aufgewachsen, hey! Mit Drogen und Waffen, hey! Ja, dann wäre ich nicht so. Wäre meine Nachbarn, hey! Nicht alles Kanaken, würde ich Tracks machen wie Crow. Ich habe ein Zitat von dir im Kopf hier von der, bei der Sequenz-Serie, weißt du, zum Leben verurteilt, wo du sagst, wenn du auf der Straße Stress hast, ist scheiße, aber das ist ehrlich. So, du hast mit irgendwem, hast du Palaver und dann klärt man das irgendwie so. Aber so da versuchen sich Schlipsträger mit Kleingedrucktem zu ficken und labern nicht so lange voll, bis du gar nicht mehr weißt, wo vorne und hinten ist. Ja, und nicht nur die Schlipsträger, auch andere so irgendwie, teilweise auch Rapper, die es geschafft haben so. Habe ich immer das Gefühl, so, es gibt irgendwo so eine Magic-Tür, weißt du? Und wenn du auf der einen Seite stehst, wo dann noch so die Straße ist so, weißt du, dann hast du voll die Prinzipien und so. Und du willst dann immer das Game verändern und irgendwie, keine Ahnung, so stelle ich mir auch Politiker vor, wenn sie anfangen, ihren Job zu machen oder ein Polizist, der dann sagt, yeah, ich verändere irgendwie. Und dann wirst du halt irgendwann glatt geschliffen so. Und ich habe dann auch immer das Gefühl, wenn die da durch die Magic-Tür gehen so, schmeißen alles über Bord, Prinzipien. Wird halt immer mehr Geschäft denn das Ding so am Ende des Tages, weißt du? Ich glaube, Musik entsteht ja auch so aus so einem revolutionären Gedanken irgendwie so ein bisschen. So. So gegen das System mäßig, ne? Ja, und am Ende bist du das System, Alter. Ja, da kann ich ein Lied von singen, ne? Einige haben es ja auch schon kommentiert unter der Serie, das ist Rap. Öh, du bist ja voll verlogen. Du redest hier von Freiheit und lässt dich mit GEZ-Money voll scheißen. Ja klar, das ist ein Widerspruch. Aber man muss sich ja mal die Frage stellen, oder die Frage habe ich mir gestellt, bin ich gegen das System, finde alles scheiße und gehe Steine schmeißen und brandschatzen? Oder versuche ich ein System von innen heraus zu verändern, um mit dem System zu arbeiten? Ich versuche halt eher Letzteres. Anyway, manche Widersprüche muss man vielleicht auch einfach mal aushalten. Aber egal, soll nicht eure Sorge sein. Lass mal weiter über Musik sprechen, denn im Interview mit Said wurden wir dann auch noch prominent unterbrochen. Sag du doch mal deine Meinung dazu. Was ist mit dieser Zaubertür und Musikgame? Ist das wirklich so ein schmutziges Geschäft, wie ich jetzt so ein bisschen raushören kann? Also ab einem bestimmten Level? Ich bin jetzt etwas später dazugekommen, aber ich meine, das kann man genauso auf Beats auslegen. So. Also es gibt natürlich Leute, die im Endeffekt, wie soll ich sagen, ja, die einfach Fließbandarbeit leisten an Dingen, die einfach gerade in Mode sind. Also ich meine, schau mal die ganzen Trap-Beats an. Die haben oft ein Drumset, also so, das ist immer dieselbe Snare, immer, das verstehe ich ja nicht, so verstehe ich ja nicht. Ich liebe Trap, ja. Also ich höre das ja total oft und aber halt amerikanisch und halt so. Aber
Ich verstehe das nicht, wie man das halt immer gleich so machen kann. Ja? Also für mich halt, ich will mich total langweilen. So. Wollt ihr einen Tee oder so? Ach, ja. Wenn Wasser heiß ist, gell? Ja, ich habe extra gemacht, weißt du. Kannst du aussuchen, Kräuterbruder oder Früchtegenuss? Geil, Früchte, gerne. Okay. Korrekt, Mann. Aber wie ist das, wenn du gerade meintest, ey, boah, Alter, so Päcken verteilen war dann am Ende des Tages doch ein bisschen einfacher als Mucke machen? Wenn du es geschäftlich siehst, so. Mhm. So definitiv. Du hast da auch deine Filme so, natürlich. Paranoia, irgendwas, dann wieder reinzugehen, dies, das. Du kannst natürlich versuchen, wie sagt man, die Risiken zu minimieren, aber so ein bisschen Restparanoia bleibt immer dabei. Aber du hast ja als Selbstständiger so, hast du ja auch ständig Druck, Alter. Existenzfilme, so. Die Finanzamt, so, Digga. Ich meine, alles Mögliche, komplett neue Welt auch. Mehr tun, dafür weniger. Alles geht weiter, die Zeit hält nicht still. Vieles nicht greifbar. Vieles nicht greifbar, auch wenn du es willst. Said ist übrigens Homeboy von Berkan, mit dem habe ich letzte Woche gesprochen. Das Video ist hier oben verlinkt. Und bei dem im Talk ging es ein bisschen politischer zu. Habe ich bei Said auch versucht, ihn auf dieses Feld zu führen, aber... Eigentlich feiere ich das gar nicht, so Politik. Mhm. So im Sport nicht. Ja, aber ich find, und in Kunst eigentlich nicht so. Ja, ich meine, aber das ist ja genau das Ding. Du wieder bei irgendeinem Erdogan auf dem Bild so und dann heißt es auf einmal, du supportest irgendeinen Politiker. So. Weißt du, was ich meine? Nee, so, das meine ich ja eben nicht. Immer benutzt Digga, das meine ich ja eben nicht. Ich meine ja, gerade weil Maul die Leute viel mehr... von Politik enttäuscht sind und sich ja schon eher abwenden. Ja, aber wie viele haben denn, ganz ehrlich, Bruder, wie viele haben denn eine ernstzunehmende Meinung? Ja, das weißt du, was ich meine? Das ist jetzt die Frage. Also es gibt ja auch Leute, die sagen, zum Beispiel irgendwie, ja, ich bin Musiker, das ist nicht mein Fach und so weiter, deswegen äußere ich mich dazu gar nicht, wo ich auch denke, ah, ist es vielleicht eher, dass du, ja, keine Ahnung, wen verstecken willst oder so? Du bist ein Bürger, weißt du, du startest genau, du bist im Staat, ja. Du hast genauso eine Meinung wie ein LKW-Fahrer, weißt du, so, wieso soll ich als Musiker keine Meinung haben? Ja. Ich muss nicht Quantenphysik, also Quantenphysiker sein und mich mit allem perfekt auskennen. Ich kann eine Meinung auch zu dem Tee haben, obwohl ich keine Ahnung von Tee habe, ich finde zum Beispiel, der ist mir zu rot, keine Ahnung, weißt du? Selbst wenn wir jetzt darüber anfangen, so müsste ich mit dir 5-6 Stunden damit reden, weil wenn ich jetzt 3 Sätze sage, hat man von mir vielleicht ein falsches Bild. Mhm. Weißt du, was ich meine? So, und bis ich es erklären kann, wie ich es überhaupt meine, so. Ich kann die alle verstehen, so. Ich kann die alle verstehen, ich verstehe auch die Leute, die Angst haben, so. Also ich? Ich verstehe diese Angst ehrlich gesagt überhaupt nicht. Es verlangt doch keiner von Musikern, dass sie auf einmal Quantenphysiker oder irgendwie Politexperten sind, aber jeder hat doch eine Lebenserfahrung und eine Meinung und kann die irgendwie mal artikulieren. Und Weihnachten hin oder her ist zwar jetzt alles schön, aber dass die Welt vor die Hunde geht, das hat selbst der allerletzte Kiffer schon gecheckt. Ja, komplett so, ist alles offensichtlich einfach. Schere arm reich. Genau, Schere arm reich, das Ding mit der Natur. das Ding mit der Natur. Weißt du, ist ja auch irgendwann gelaufen so. Ich glaube, wir sind halt alle unehrlich. Jeder Mensch zu sich selber ist auch unehrlich. Weißt du, so, wir können ja nicht sagen, wir sind voll dagegen und gehen dann morgen wieder zu H&M einkaufen oder kaufen uns billiges Gemüse oder weiß ich nicht so. Ich sag ja, du musst über alles lesen, dich bilden so, dann kannst du anders handeln. Wie anders handeln? Ihr lesen, bilden, Alter, ist Weihnachten das zweitgrößte Konsumfest nach Black Friday. Ich habe gar keinen Bock, anders zu handeln. Ich muss Geschenke kaufen, wenn ich nicht schenke, dann liebe ich doch meine Mitmenschen nicht. Wisst ihr, was ich meine? Ich muss konsumieren, ich muss kaufen. Wie soll ich da denn politisch korrekt sein? Mann, ey. Bäh. Das Einzige, was uns hilft, ist einfach, wie sagt man, wenn man nicht mehr so viel will, Demut. Bescheidenheit. Demut, Bescheidenheit. Ich glaube, das ist das Einzige, was diese Welt rettet. So. Mhm. So nicht mehr kaufen, als man braucht. So eine Sache. Ja, das ist ja krass, weil wer erzählt denn das so? Aber jetzt kommen wieder große SUVs, habe ich gesehen. Ja, so. Genau. Alle bauen wieder große SUVs. So. SUVs, Goldketten, Money, geilste Klamotten. Ey, wir sind auf Konsum, aber auch trainiert. So von Todes und von schon lange. Schon lange. Wie soll es dann mit morgen wieder aufhören? Jo. Du bist ja jetzt so jahrelang diesen Weg gelaufen. So. Ciao. Ja, noch ein Widerspruch. Wer redet denn immer von Konsum, von Goldketten, von heftigen Klamotten, von Autos und so weiter? Hast du was, bist du was mäßig? Die Rapper natürlich. Aber bei Rapper auf dem Platz geht es ja darum, genau die Leute dazu zu verpflichten oder dazu zu bewegen, ein bisschen was Gutes auch zu machen. So einen Widerspruch kann man halt mal aushalten und ihr wisst, was jetzt kommt. Die Idee ist, man macht einen Benefit
Fußballturnier, Käfig, 5 gegen 5, mit so Side-Acts, Konzerte, so ein Rahmenprogramm von allen, die Bock haben. Dass Rapper oder Prominente ihre Reichweite nutzen und da halt antreten, für eine wohltätige Organisation ihrer Wahl. Also das, keine Ahnung, Beispiel Echo hat gesagt, ey, hier Köln-Kalk, Jugendarbeit, dafür mache ich mich stark, so, ich gucke, dass ich irgendwen dann stark mache und da mitspiele. Geil. Findest du geil, ja? Feier ich, Todes. Machst du mit? Gerne. Ja? Bin ich dabei, ja. Ich bin Zusagen am Einsammeln. Okay. Handshake ist Absicht. Abgemacht, Bruder. Geil. Mich kann man sich verlassen, ja. Kein Problem. Geil, Mann. Kriege ich die anderen Jungs bestimmt auch organisiert für. Sowas ist immer gut. Geil, Said Huntridge stellt ein Team auf jeden Fall. Sind dabei. Ob das von Said jetzt alles bekifftes Gelaber war oder ernst gemeint, das wird sich erst zeigen. Auf jeden Fall werde ich noch ein paar weitere Zusagen einholen. Termine stehen. Soweit, so gut. Erstmal an dieser Stelle Shoutouts an die Kollegen von Wumms. Ich muss jetzt los trainieren für Spiel gegen Portugal. Nimm das, Ronaldo. Und an alle Einigkeit und Rap und Freiheit-Fans, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Nimm ihn in den Mund. Ja, Leute, das war das Video zu Said. Hier seht ihr das Video von Berkan, außerdem ein Video der anderen Funkkollegen. Gebt euch das alles, aktiviert die Glocke, abonniert diesen Channel, kommentiert die Videos, liked diese Videos. Ihr wisst, was der Algorithmus braucht. Ihr wisst, was ich brauche. Also spielt das Spiel einfach mit. Bis nächstes Mal. Euer Hubi. Bis dann. Tschüss.